Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Beauty Panel. Liebstöckel sagt bestimmt nicht vielen etwas. Bekannter ist die Pflanze wohl eher unter dem Namen Selleriekraut oder Maggikraut. Liebstöckel zählt zu einem der wichtigsten Gewürzkräuter in der europäischen Küche. Das Aroma von Liebstöckel ist so unverkennbar und charakteristisch, dass es leicht in Kräutergärten auszumachen ist. Welche Wirkung dieses Kraut sonst noch mit sich bringt, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Wir haben für euch wie immer das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach in die Videobeschreibung rein, um alle Informationen zu diesem Thema zu bekommen. Dort könnt ihr euch auch den günstigsten Preis, den wir gefunden haben, sichern. Reinschauen lohnt sich also. Neben dem einzigartigen Geschmack wartet Liebstöckel mit gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen, die es seit alther zu einem wichtigen Heilkraut machen. Mit der bekanntesten Speisewürze der Firma Maggi hat der Liebstöckel im Übrigen nichts zu tun. Liebstöckel ist keine heimische Pflanze. Sie stammt vermutlich aus Vorderasien, höchstwahrscheinlich sogar aus Persien. Es wird angenommen, dass die Pflanze bereits in der Antike eine große Bedeutung gespielt hat. Konkrete Beweise lassen sich zwar nicht finden, allerdings wird der Liebstöckel bereits in alten Kräuternbüchern wie der Materia Medica aus dem 1. Jahrhundert und Liber de Cultura Hortum aus dem 8. Jahrhundert erwähnt. Dort wurde Liebstöckel sowohl als Würzkraut als auch als Heilkraut beschrieben. Wilder Liebstöckel lässt sich bei uns in der Natur nur selten finden. Gelegentlich ist er durch die recht häufige Kultivierung in Kleingärten an einigen Wiesen oder Wegrändern anzutreffen. Ansonsten ist er eher in den wärmeren Regionen als Wildkraut anzufinden. Trotz ihres Herkunftsgebietes ist der ausdauernde und mehrjährige Liebstöckel eine relativ winterfeste Pflanze, die Temperaturen bis zu minus 15 Grad verträgt. Die Pflanze erreicht bei einer guten Pflege und optimalen Standortbedingungen Wuchshöhen von bis zu 2 Metern. In Heimatgebieten in Vorderasien wurde auch von Exemplaren, die bis zu 2,50 Meter hoch wurden, berichtet. Der Liebstöckel bildet dichte, knollige Wurzelteile aus, die als Rhizom bezeichnet werden. Diese Rhizome sind eine unterirdische Verlängerung der Sprossache, dienen als Überdauungsorgane und haben mit der eigentlichen Wurzel nichts zu tun. Die meist hellgrünen Blätter des Liebstöckels sind markant gefiedert und gesägt. Die unteren Blätter sind deutlich stärker gefiedert als die nach oben zulaufenden Blätter. Die unteren Blätter sitzen auf einem Stiel, wohingegen sich die oberen Blätter direkt auf den Stängeln befinden. Die Blätter haben einen auffälligen Blattglanz. Sie sind verhältnismäßig groß und die meist gelben bis gelbgrünen Blüten des Liebstöckels wachsen in Doppeldolden. Auf jeder Dolde sitzen bis zu 11 Blüten. Das Kraut hat eine relativ kurze Blütezeit, die zwischen Juli und August zu erwarten ist. Egal ob frisch oder getrocknet, Liebstöckel ist ein Würzkraut, das in jedem Kräuterschränkchen vorhanden sein sollte. Der intensive Geschmack rundet viele Gerichte ab. Und nebenbei hilft das Maggikraut gegen eine Vielzahl von Verdauungsbeschwerden. Optisch erinnern die Blätter von Liebstöckel an die Blätter von Staudensellerie. Ebenso ähnlich ist der Geruch von Liebstöckel, aber im Vergleich zu Sellerie ist er intensiver und würziger, leicht bitter und lieblich zugleich. Wegen dem kräftigen Aroma wird Maggikraut als würzendes Kraut in viele Suppen, Eintöpfen und deftigen Fleischgerichten verwendet. Aber auch Liebstöckelsamen finden Verwendung in der Küche. So werden beispielsweise die Samen während der Herstellung von Käse als natürlicher Aromageber hinzugefügt oder wie Kümmel in Brot oder Brötchen verbacken. Liebstöckel ist ein ausgezeichnetes Würzkraut für viele deftige Speisen sowie für Fleischgerichte wie Tafelspitz, Geflügel und Fisch. Das Kraut harmoniert ganz hervorragend auch mit Knoblauch. Falls ihr selbst Liebstöckel anpflanzen wollt, haben wir ein passendes Produkt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Zum Zeitpunkt unserer Recherche war dieses Angebot sogar am preisgünstigsten. Schaut daher gerne in die Infobox, um das Angebot nicht zu verpassen.
Für medizinische Zwecke werden sowohl die Blätter wie auch die Wurzeln und die Samen verwendet, um Probleme im Bereich des Magen und Darms zu beheben. Zum Beispiel Appetitlosigkeit und Verstopfungen wird entweder in Tee getrunken oder die Blätter gegessen. Besonders die Wurzeln sind reich an ätherischen Ölen und haben krampflösende Inhaltsstoffe, die auch nach dem Trocknen nicht ihre Wirkung verlieren. Bewährt hat sich Liebstöckel jedoch vor allem bei Blasenentzündungen und Harnwegsinfekten, da das Kraut nicht nur entzündungshemmend ist, sondern auch harntreibend wirkt. Auch bei Hautproblemen verspricht Liebstöckel Abhilfe. Ekzeme und Pickel werden mit Tinkturen aus Liebstöckel behandelt. Außerdem wird Liebstöckel in der Physiotherapie für die Behandlung von Gicht und Rheuma eingesetzt. Ich hoffe, wir konnten euch Liebstöckel und dessen Wirksamkeit näher bringen. Über ein Like, Kommentar sowie ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Video auf Beauty Panel.